Oh, eigentlich blöd, ne? Weil da haben die auch Wasser, obwohl das so ekelig. Das ist ja mal super ekelig. Wenn da alle in das eine Loch baden. Ohne. Boah, dachte schon. Ohne vernünftiges Filtersystem. Ach guck mal, ich hätte schon mal ein Loch gestopft. Da wo Erde ist. Bäm. Aber hier würde ich trotzdem so eine Art kleine Schwimmbad reinbauen. Und zwar mit den schönen Sandsteinen. Da auch nochmal Sand generell. Zau ab. Hier ist die Tür. Ja, zumindest hören die Ochsen hier wohnen. Obwohl an sich sollte ich vielleicht erstmal oben die, Was ist hier los? So, die wollen mich verarschen so. Gehen die einmal rein so. Sandstein. Ja, also ich würde es eigentlich schon hier reinbauen jetzt. Da dann das feuchte Gut reinmachen. Da müsste ich aber den Boden hier nochmal weg. Oh, oh. Wohl da unten wäre gut für die Türen. Dass man unter der Dorfmitte die ganzen Türen hat. Wie gesagt, also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das funktioniert. Aber an sich könnte man es mal versuchen. Aber dann würde ich jetzt hergehen und den Gang hier Richtung Brunnen treiben. Dann könnte man auch durch den Brunnen immer hier in diese Höhle rein. Und auch andersrum. Muss man mal gucken auf der Karte, wo der Brunnen liegt. Ich glaube, die Richtung ist schon mal ganz gut. Eisen. Hui. Oh, da kommt schon mal Sand runter. Das ist kein gutes Zeichen. Aber wo Sand ist, ist auch gleich Licht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, das war Effizienz. Da oben ist Licht. Okay. Aber schon mal nicht schlecht, jetzt ist das ein bisschen beleuchtet. Ich höre gerade Schritte, glaube ich, obwohl, nee. Aber ich ahne Schlimmes. Ich glaube, diese super schlauen Dorfbewohner werden jetzt hier gleich sich neben mir aufhalten. Oder gehen die nicht in so ein Loch rein? Sagen die, nee, das ist mir zu tief. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, aber jetzt muss doch mal irgendwann hier der... Boah, dieser Sand, ne? Ich meine, gut, was erwarte ich, ne? Jetzt mal in der Wüste und baut was ab und wundert sich, dass dann so voll viel Sand von oben runterkommt. Ist klar. Ist ja sowas von klar. Zumindest bis ich jetzt das Wasser da hinten irgendwo sehe. Los, Wasser, wo bist du? Ich glaube, dahinter ist der Brunnen. Das Zentrum des Dorfes liegt hier hinter. Oh. Ja, sag ich doch. Da kommt das Wasser raus. Aber an sich würde ich das jetzt... Ja, warte, ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, weil ein Schönheitspreis muss das jetzt hier nicht gewinnen. Ich werde einfach versuchen, hier ganz viele Türen reinzustopfen und dann ist gut. Muss halt nur, wenn man hier runterkommt, einigermaßen irgendwo reingleiten. Ich glaube, so reicht das. Wenn man dann die Wand hier rausnimmt. Ah, da ist Wasser, da ist Wasser, da auch. Ach ja, ein Zweierbrunnen ist das nur. Mano. So dann. Und dann hier wieder zumachen.
Dann kann man bei Bedarf da unten reinschwimmen und wieder raus. Klingt doch schon mal richtig professionell und durchdacht. Professionell durchdacht. Uah. Gut, gut. Ja. Jetzt ist hier echt die Frage, wo ich die ganzen Steine hier ansetze. Oder wie weit ich die Decke hier halt runterziehe. Weil so gehen ein bisschen viele Steine drauf. Oh, 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 oh. Hui. Achso, nur ein. Einer geht. Da war ein bisschen mehr. Da sag ich doch, wie blöd die sind, weißt du? Aber ich bin ja runtergefallen. Wie komme ich da wieder hoch? Ja, da musst du selber gucken. Oh, hast du dir wehgetan? Guck mal, steck den Boden fest. So fett ist sie. Kann ich jetzt auch nicht helfen. Warte mal, da oben ist regulär nur Sand. Oh, jetzt ist aber dunkel. Du weißt, was das... Oh! Du weißt, was das heißt, ne? Oh. Ja, da war gerade so eine gute Höhe, sorry. Ah, ich sehe schon, die haben wieder Panik da oben. Keiner gesehen, ne? Hat wohl einer gesehen. Ja, WTF, kommt da alle hier runter. Bleibt da oben. Ich werde da mal irgendwie jetzt hochhüpfen. Hochhüpfen. Ah ja, ich denke mal, ich werde mich mal auf Sand stellen. Ich kann ja gleich durch den Brunnen hier wieder rein. Rein und raus. Sollte man hier vielleicht ein Lapis Lazuli Boden reinmachen? Wäre gar nicht so schlecht. Aber nee, wir sind in der Wüste, da ist kein Luxus. Außer in Dubai oder so. Ist, glaube ich, ja auch Wüste regulär. Aber das ist ja, weil die Scheiße haben Angst, dass es bald kein Öl mehr gibt. Und aus dem Grund machen die dann halt jetzt ganz, ganz viel Tourismus. Ich meine, gar nicht so blöd vom Scheich. Oder von den Scheichs. So, das war dann... Es rennt ein Enderman rum. Ah ja, Fenster. Fenster im Badezimmer? Boah! Ist der wahnsinnig? Der wollte mich wegnehmen. Ja, ist gut. Ist doch gut, Kollege. Oh! Na, warte, ich kann mal den Sand eben nehmen, dann habe ich wieder ein paar Klötze mehr im... 64, damit kriege ich auf jeden Fall schon mal die Reihe hin. Aber ich würde sagen, dass hier ein paar Oberlichter reinkommen. Ein paar Oberlichter. Mal angenommen, ich nehme 3. 1, 2, 3. Nicht gut. 1, 2. Oh, man könnte es so machen. So ist gut. So ist gut. Drei in der Mitte frei. Dann hier wieder 3. Da einen hin. Sehr gut. Und hier könnte dann auch ein Oberlicht hin. Ein Oberlicht.
Aber irgendwie habe ich das anders im Kopf. Komisch, aber auch. Gut, dann wird hier einfach wieder zugebaut. Ich dachte an irgendwas Epischeres, aber dafür ist das viel zu klein, dieses Gebäude. Aber für dieses Dorf reicht das. Das Badehaus. Obwohl in so einer Stadt wäre das Badehaus bestimmt das bestbesuchteste Etablissement in ganz Minecrafthausen. Oder so. So, das steht. Muss da natürlich noch Wasser rein. Hier in der Ecke noch eine Umkleide oder sowas. Obwohl meistens schwimmen die alle mit Anziehsachen. Die sind ja voll hart so. So, bevor ich mir neue Sachen hole, zäune ich erstmal den Kram hier ein. Schön den Kram einzäunen. So, da hinten, das bietet sich gerade sehr gut an. Dass man das dann bis hier macht. Ist halt kein Problem mehr mit dem Sand abbauen. Sehr gut. So. Aber. Ne, gar nicht. Kein Aber. Passt. Oh. Oh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, hä? Kommt der wieder weg? Ui. Habe ich noch Holz im Inventar? Da haben wir's. Genau, kommt hier so ein Holz. Ding in 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, das passt. Ich hoffe, das passt. Oh, ne, oder? Passt wohl. Geil. Nein. Muss ja so ein bisschen abgeteilt hier sein. Ich gehe mal eben in meinen... zu meiner Ender-Chest und hole einmal alles raus, was ich da hab. Hi. Und wenn ich damit fertig bin, kann ich die auch wieder mitnehmen. Steinerdekies. Ah ja, genau, hier oben vorne muss irgendwo noch ein dickes, fettes Loch sein, oder? Zäune? Ah, Zäune. Ja, bärtiger Mann, ich habe dir nichts zu sagen. Ach, guck mal. Gucket dir an, was hier passiert ist. Gucket dir an. Genau, da war ein Enderman, hat mal eben die Tür zugemacht. Ah, der Bahnhof. Mann, Mann, sind hier viele Baustellen. Ui. Boah, schon wieder, ne? Ich denke mir, ich habe was anderes in der Hand. Nicht das, was ihr denkt, ihr Schweine. Oh. Hä? Oh ja. Hi. Voll daneben. Voll daneben. So, das ist jetzt schon mal ein unüberwindbares Hindernis. Schon mal für Creeper und sowas. So, warte, wenn ich hier C gedrückt halte, war das, ne? Nee. Das war es dann doch nicht. Ich meine, klar, Spinnen, Enderman und so kommen hier durch. Creeper-Zombies aber nicht. Und ich habe gehört, bei 1.6, weißt du, 1.5 noch niemals draußen, aber man hört schon was von 1.6, sollen neue Mobs wieder ins Spiel kommen. Ich glaube, der letzte Mob war ja eine Fledermaus, wäre richtig toll. Kann ja mal richtig was, die Fledermaus. Ist mir klar, es war süß und so, aber so... Nährfaktor hoch 10. Jetzt ist die Frage. Oh, Mist, falscher Knopf. Soll ich hier noch was abbauen? Das ist voll krass. Weil da geht halt auf jeden Fall eine Stufe runter. Aber von hier aus sieht man halt gar nicht mehr. Warte mal. Ah, jetzt aber.
Hatte drüber nachgedacht, das hier wegzunehmen, damit man dann da auch eine 2 hohe Mauer hat. Dann könnte man hier vorne vielleicht noch einen Fluss machen, der hier reinmündet. Oh mein Gott. Ist das schon fast wie bei Sim City? Ne, so schlimm nicht. Hey, ho, da kann er da rein.